Liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Video für Eve Echoes und zwar heute mit einem, ja, teuren Video sozusagen und einer Schiffsvorstellung, nämlich der Vigilant, dem Faction-Kreuzer der Serpentis. Und ja, das Ding ist ziemlich brutal, ziemlich teuer, dazu kommen wir gleich. Und das gibt es heute in unserem Video, also die Schiffsvorstellung. Wir schauen uns die Schiffsboni an, wie ich das Schiff gefittet habe, reden ein bisschen darüber, über den Einsatzzweck und natürlich die Kosten, weil da muss man ein bisschen innehalten. Und ich will euch ein bisschen Gameplay-Material zeigen, was man mit diesem tödlichen Faction-Kreuzer alles machen kann, denn es hat einen ganz bestimmten Einsatzzweck und das jetzt in unserem Video. So, Freunde, die Vigilant ist, ich will mal sagen, eines der Endgame-Schiffe im Moment, weil das einfach wahnsinnig teuer ist und aufwendig, das Ding zu bauen. Und daher wird es auch nicht bei jedem im Zimmer stehen und bei mir war das auch nicht so einfach. Ich habe dafür eine ganze Ecke gegrindet, um das irgendwie produzieren zu können. Und ich bin froh, dass ich das Ding habe. Und jetzt durch die Umskillung, durch das letzte Update, ist auch noch die Möglichkeit gekommen, ein paar Skillpunkte neu zu justieren und zu vergeben. Und deswegen kann ich hier noch ein paar Skillpunkte reinstecken. So, also, die Vigilant. Das ist ein ziemlich brutales Schiff. Wir schauen uns einfach mal an im Schiffsbaum, was das eigentlich bedeutet. Also, wir haben hier unsere Fraktionen sozusagen, natürlich auch die Yan Yung und unsere Industrieschiffe und Transportschiffe, Interbus hier und hier einige Fraktionen. So, und ihr kennt das ja schon, die Goristas sind zum Beispiel die Worm, Gila und Rattlesnake, die massiven Drohnen, Tötungsmaschinen. Und hier haben wir schon die Daredevil zum Beispiel, das ist eben quasi für die Serpentis, die, ja, Railgun Galente Schiffe und die Daredevil ist ja hier auch umgebaut worden und gestohlen worden, genau wie die Vigilant von der Draemiel. Zack, da haben wir sie nochmal und ihr seht ja schon Railgun und Stasisnetz, Stärke, Warpstörer und so weiter. Das ist also der Einsatzzweck mal kurz zusammengefasst. Dann gibt es hier natürlich noch die Vigilant und die Vindicator, brutale Sachen. So, dazu zu dieser Fraktion. Also, wir befinden uns hier als Faction-Kreuzer auf einem Level bzw. auf einer Reihe mit der Phantasm, die ja schon immer so rumgeistert als brutales Terrorschiff. Im PvP natürlich auch im PvE. Aber die Vigilant ist ein bisschen anders. Die hat einen ganz speziellen Einsatzzweck und das stelle ich euch heute mal vor. So, also, erstmal will ich euch die Schiffsvorstellung so ein bisschen geben, was das hat. Leider ist es so, dass die Vigilant keinen Rollenbonus, keinen ganz speziellen Rollenbonus hat, wie die Phantasm, die ja ein Shield-Field-Modul ausrüsten kann. Das bedeutet, das ist eine Bubble und jeder, der sich in dieser Blase oder Bubble befindet, bekommt eben um die 50% Resistenzen raufgepackt und das ist sehr, sehr kostengünstig, denn das läuft nur mit Treibstoff, also planetares, ja, Rohstoff. Ein planetarer Rohstoff, den man abbauen kann. Und das hat die Vigilant leider nicht, beziehungsweise auch die Serpentis leider nicht. Das ist ein bisschen schade, aber auf dem Blatt Papier sieht man natürlich schon die Werte der Vigilant. Manche halten sich da vielleicht ein bisschen zurück. Wenn man sie aber in Aktion sieht mit diesen Boni, dann wird einem klar, wie tödlich das Ding ist. Das habe ich selber erfahren, weil ich sie jetzt schon mehrere Tage intensiv geflogen bin, ausschließlich im PvP. Und da merkt man, wie der Einsatzzweck ihr zugute kommt. So, was hat sie denn jetzt genau? Also, wichtig ist hier, ihr müsst die Vigilant auf jeden Fall, ich sag mal, ausskillen bzw. euch in die Richtung bewegen. Das bedeutet, so wie ich das immer vorstelle, ihr solltet von oben nach unten wirklich die Rollenboni nutzen. Die Einsatzzwecke werden hieraus generiert sozusagen und ihr solltet es erfüllen von oben nach unten so gut ihr könnt, gerade bei diesen extrem teuren Schiffen. Ich sag nur kurz eine Zahl, 3 Milliarden, das ist kein Scherz, sondern da kommen wir exakt dran. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Stand heute, also ja, Mitte Oktober sind das genau die Zahlen. Und das solltet ihr auf jeden Fall tun, weil es sonst einfach ihren Einsatzzweck verfehlt. Also, fortgeschrittene Bedienung, mittlere Railgun.
Das heißt, du kannst hier bis zu 50% Schaden und 50% Präzisionsabfall. Ja, ist nur der Präzisionsabfall, also der Fall-Off. Das bedeutet, ist ein bisschen schade. Ich würde lieber optimale Reichweite haben, weil ich dann 100% treffe. Aber glaubt mir, das Ding ist immer noch sehr, sehr tödlich. Haut noch einen dicken Punch raus. 50% Schaden und es hat eben auch 5 Railgun-Slots bzw. 5 High-Slots. Und das ist auf jeden Fall schon, wenn man die Thorax als Basis nimmt, allein deswegen schon mal 25% mehr, weil wir hier nicht 4, sondern 5 Slots haben. Und eben, ja, 3 Medium-Slots, 5 Low-Slots, auch sehr krass. Und eben auch auf Tech-Level 7 haben ja alle Schiffe 3 Rig-Slots jeweils. Und das ist schon sehr, sehr mächtig. Also, das Ding ist hier auf Schaden getrimmt, auf Reichweite getrimmt, beziehungsweise hat eben eine große Reichweite. Und da schauen wir uns die Module eben gleich nochmal an. Und jetzt kommt der Einsatzzweck der Vigilant. Das Ding ist wirklich, ja, für die Reichweite des Kiten und das Festhalten der Gegner bestimmt. Man sieht das jetzt hier, Stasisnetz. Also, das Ding heißt, das ist der Webber, der Stasis Webifier. Und das bedeutet, du verlangsamst die Schiffe und das nicht nur zu einem brutalen Wert. Das habe ich ausgeskillt, ich zeige euch gleich die Werte. Fortgeschrittenes Kreuzerkommando pro Stufe. Das heißt, wir kriegen ja auch ausgeskillt 50% Stasisnetzstärke. Das heißt, die Werte, wie weit du die Schiffe, wie stark du die Schiffe festhalten kannst, wie weit ihre Geschwindigkeit reduziert wird, ist hier abnormal, zeige ich euch gleich. Und die Reichweite ebenso. 50% Reichweite hier. Und jetzt wird es interessant. Warp-Störer, also Warp-Scrambler, optimale Reichweite, auch nochmal maximal 50% erhöht. Dazu kommen wir gleich nochmal. Es ist absolut Wahnsinn, die Werte, wenn man sich das anschaut. Und daran definiert man auch eben den Einsatzzweck. Ich würde das hier auch als Armor Tank fliegen, weil hier eben die Boni anders ausgespielt werden und natürlich die Panzerungsstatistiken viel höher sind. Also ich habe viel mehr Panzerung. Also würde ich das definieren als Armor Tank, habe ich natürlich auch schon gesehen, als Shield Tank, hat verschiedene Einsatzzwecke. Kann man machen, würde ich aber für mich persönlich nicht tun. So, ja, Freunde, und hier sieht man das jetzt schon. Fluggeschwindigkeit, ja, ich sag mal ein durchschnittlicher bis flotter Kreuzer. Hier ist es aber schon mal wichtig, die Verteidigungswerte sind schon ziemlich hoch. Kann man sich nochmal in Ruhe anschauen. Verteidigungswerte erschließt sich eben aus den schon relativ hohen Basisschildwerten. 4,5, 6 und 6000 und Entschuldigung, hier nochmal hier die Resistenzwerte, die jetzt schon standardmäßig ein bisschen erhöht sind und die man natürlich noch hoch pushen kann. Dazu gleich mehr. So, Signaturradius 90, das ist relativ normal, ein bisschen weniger als ein Standardkreuzer, ich sag mal mit 95 oder 97. Und ja, also kann auch relativ schnell aufschalten. Das sieht man hier, Scan-Auflösung. Das ist schon nicht schlecht, dafür wurde das Schiff auch gebaut. So. Und hat eben gute Resistenzen. Das heißt standardmäßig schon 20.000 Verteidigungspunkte. Und wenn ich mir das hier angucke, ja, auf meinen Skill-Levels, die schauen wir uns gleich nochmal an, bei 28.000 Punkten, wir bewegen uns eigentlich auch schon hier bei einem starken Kreuzer, der viel aushalten kann und in einem Bereich von einem standardmäßigen Battlecruiser. Also das ist schon nicht schlecht. Der kann also schon einen dicken Punch aushalten. Und wie wir sehen an den DPS, kalt hier von 539 und relativ ausgeglichen. Also gar nicht unbedingt auf wahnsinnigen Schaden. Hat natürlich ein paar Boni drin. Aber ja, das müsste man eventuell noch tauschen. Aber ich habe es jetzt erstmal relativ ausbalanciert gebaut. Und dazu kommen wir jetzt mal zu den Modulen und zu den Kosten. Sehr, sehr teuer. Also Freunde, wenn ihr das hier alles mal durchrechnet, dann kommen wir auf Stand heute fast exakt 3 Milliarden ISK. Also es ist schon brutal. Und wenn du das selbst bauen willst, ich habe relativ gute Skills in Blaupausenproduktion für die Serpentis-Fraktion und Kreuzer-Skills auch schon ziemlich gut. Ich glaube 5,5,4 in der Produktion und selbst da kommst du auf deine Werte von 1,3 Milliarden in der Produktion. So, und musst natürlich erstmal die Ressourcen ranschaffen. Also wenn du die Blaupause kaufst, wenn du die Ressourcen komplett kaufst und die Produktionskosten mit 200 Millionen
Dann bist du irgendwo bei 1,3, ich denke mal 1,4 Milliarden. Und der Marktpreis ist im Moment bei 1,9 Milliarden ISK. So. Wenn du es also kaufst für 1,9 Milliarden ISK und noch das Fitting, was ich hier drin habe, musst du nochmal 1 Milliarde locker dazu rechnen. So, das heißt, ich habe hier das Beste genommen, was es im Spiel gibt. Und ich bin der Auffassung, wenn man dieses Schiff fliegen will und schon bereits so viel investiert und mit dem ganz spezifischen Einsatzzweck töten um jeden Preis. Ich würde das ein bisschen vergleichen wie eine sehr agile, tödliche, ja, Biene vielleicht nicht, weil die auf kurze Distanz ist, sondern vielleicht als Ninja oder was auch immer, wie man sich das vorstellen kann. Du kommst mit der Vigilant also rein, überrascht die Leute, hältst sie fest und du bestimmst die Reichweite und das Schlachtfeld ein bisschen, stoppst die Leute, wenn sie zu nahe sind und tötest ihn einfach auf Entfernung und lähmst den Gegner und haust dann wieder ab. Das ist die Vigilant im Kern und das solltest du auch wirklich leben, um das zu spielen. Und um das zu schaffen, brauchst du eben die besten Waffen, damit du auch den Sieg auf jeden Fall schaffen kannst, weil das einmal die Statistik und die Chance erhöht, dass du gewinnst, weil alle deine Werte höher sind als deines Gegners. So, selbst bei Battlecruisern ist das möglich, dazu gleich mehr. Also, diese normalen Medium Railguns, die Rifled, also die Long Range Railguns, sind hier in diesem Fall auf optimale Reichweite 20 Kilometer, also das ist hier standardmäßige Railgun. Wenn du aber diesen hohen Bonus hast, so wie ich, wie gesagt, das ist ausgeskillt, ich kann euch das nochmal kurz zeigen. Diese beiden wichtigen Boni, die musst du ausskillen. Ich zeige euch das mal. Hier, fortgeschrittenes Kreuzerkommando, ausgeskillt. Wenn ich mir die Railguns anschaue. Hier, fortgeschrittene Bedienung, mittlere Railgun, ausgeskillt. Und hier sieht man auch schon meine normalen Railguns. Hier, mittlere Railgun 5, fortgeschrittene Bedienung, mittlere Railgun 5, Upgrade, mittlere Railgun 4, fortgeschrittenes Upgrade 4. Hier ist noch ein bisschen Platz nach oben, ich sag mal, ja, 5 bis 10% mehr Damage. Und die beiden Sachen, die ganz teuren, habe ich eben auch nochmal für 10% mehr Schaden. Und die ganz teuren oder die zwei teuersten, die fangen dann auch schon an, diese speziellen Boni mit aufzunehmen. Das heißt, wenn ich das hier schaffe, nochmal 10% und eben Nachladegeschwindigkeit, was auch nochmal DPS bedeutet. Und das ist auch ganz wichtig, Magnetfeldstabilisator, da bin ich jetzt glaube ich schon bei 23 Sekunden anstatt 20, gibt wahnsinnige Boni. Also das heißt, fast im gesamten Kampf kannst du dann die Damage-Werte erhöhen, hier mit diesen Low-Slot-Modulen. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber ihr seht schon, richtig stark, eigentlich schon geskillt in diese Richtung. So, wir bewegen uns eben auf einer Reichweite. Ich gehe nochmal kurz in die Werte rein. Von 20 Kilometer plus zweimal Falloff bei Railguns, das heißt 18 sind nochmal 36. Das heißt, wir bewegen uns hier bei 56 Kilometer Reichweite mit den Waffen. Und da musst du auch irgendwo fliegen. Ich sag mal, das Schiff hat eine Einsatzreichweite, ich sag mal 30 Kilometer bis 40 Kilometer. Denn jetzt kommen wir hierzu. Wenn das nicht klappen sollte und du landest irgendwo an einem Punkt, wo ein Schiff dich festhalten will oder eine Fregatte wie die Dramiel oder die Daredevil, die ja brutal sind, oder die Succubus zum Beispiel, die ja übel sind als Faction-Fregatten, dann nimmst du das Ding hier und diese paar Kilometer hier. Normalerweise hast du hier eine optimale Reichweite von, ich sag mal, 15 Kilometer, aber mit den Boni eben, die 50% drauf, bin ich jetzt hier nochmal bei 22,2 Kilometer. Und wie gesagt, das ist hier ausgeskillt und das ist schon übel. Und 22,2 Kilometer, da ist schon die Grenze der meisten Fregatten, auch mit ihren Waffenreichweiten. Und selbst wenn sie dich nur festhalten wollen, gibt es immer noch die Möglichkeit, so ein Zickzack, also die sogenannte Slingshot-Taktik. Das heißt, mit den Werten und dem Micro-Warp-Drive, den ich drin habe, schaffst du das auch mit diesem Schiff, in die Reichweite zu kommen, dass du auf die 22,2 Kilometer kommst. Wenn du das dann aktivieren kannst, diesen Webby-Fire, dann wird das Schiff um 91,5% in der Geschwindigkeit reduziert. Das heißt, fliegt das Ding 2000 Meter die Sekunde, bist du immer noch bei, ich sag mal, knapp 160 Meter die Sekunde, was ja quasi schon für diese Verhältnisse Stillstand ist.
Und das ist Wahnsinn. Und dann bist du eben tödlich. Das ist der Einsatzzweck. Also damit kannst du zumindest auch die Fregatten mal rausnehmen. Oder auch Drohnen, Gila-Kämpfe oder andere Drohnenboote-Kämpfe. Mit diesem Schiff auch kein großes Problem, weil du das eben aushältst, bis du dann die Drohnen getötet hast. Und dann sind die Schiffe meistens auch kein Problem mehr. Ihr seht es schon, wahnsinnige Werte. 91,5% auf 22 Kilometer. Übel. So, jetzt kommen wir hier zu diesem Predator Warp Disruptoren und jetzt festhalten. ihr seht das jetzt schon, was ich gesagt habe. Eine Reichweite von 45 Kilometer Warp Scrambler und eine Warp Blocker Stärke von 2, das ist der höchste Wert im Spiel, davon 2 Stück, also 4. Das bedeutet, hast du eine Retriever zum Beispiel, den du angreifen willst und der hat einen Bonus von 1 und hat vielleicht ein Aura drauf. Gut, der Aura ist so, dass er 2 passiv gibt und 2 aktiv. Dann hast du ein Problem, weil dann kommt er normalerweise weg, wenn er das gut aktiviert. Aber ihr seht ja schon, alle, die unter 4 haben, also alle mit 3, alle mit Werte von 3, die sind dann jetzt schon gefangen. Und das Ding ist, die meisten sind es eben auch, wenn du im PvP gehst, weil die meisten Leute eben hier oder hier in den Losslots, wenn sie PvP erfolgreich sein wollen, keine Warp-Core-Stabilizer reinbauen und deswegen anfällig sind. Und das ist eben auch der Vorteil hier mit den 3 Mid-Slots in dieser Stufe. Und 45 Kilometer ist schon brutal. Wir haben eine Standarddrohne, die MK7 Valkyrie habe ich einfach genommen, weil sie auch wahnsinnig schnell ist und ein bisschen Ausgleich zu meinen Kinetik- und Thermalschaden mit meinen Waffen habe ich eben jetzt hier explosiv genommen. Und die ist relativ schnell mit 3000 Meter die Sekunde, eine kleine Unterstützung, aber kein großes Thema. Auf 28 Kilometer nehme ich eigentlich gar nicht mit raus, nur ein kleiner Bonus. So Freunde, dann kommen wir zu den Loslots. Hier einfach nur um Adaptive Armor, um alles ein bisschen gleichmäßig zu pushen. Das kann ich auch gleich nochmal anmachen. Ich bin ja gerade auch unterwegs. Das machen wir auch. Ich gehe da mal kurz raus, mache das Ding einfach mal an. Dann sind wir nämlich schon mal von 27.000 auf 31.000, was schon sehr krass ist, um eben alle Resistenzen der Panzerung zu pushen. Und die Modifikation schauen wir uns gleich nochmal an. Man sieht das hier nochmal kurz. Alles ganz ordentlich hoch gepusht, nicht wahnsinnig hoch, aber mit der Panzerungsstärke hier, mit den Trefferpunkten schon ziemlich gut. Ein Medium Repairer, also das nochmal als, ich sag mal, kleiner Bonus, um mich weiter am Leben zu erhalten. Und der macht schon ganz schön viel weg. 7 Sekunden und 471, also auch das Beste immer, was man im Spiel hier finden kann. Und wir reden auch gleich nochmal über den Energiespeicher. Dann ein Micro Warp Drive finde ich ganz wichtig. Und das Ding ist eben nur dafür da, um punktuell dein Schlachtfeld, deine Entfernung, deine Ausrichtung und deine Sicherheit zu geben. Das heißt, ich bestimme, oder ich versuche es zumindest, muss das Ziel sein, ich bestimme die Reichweite, ich bestimme die Richtung, die Ausrichtung und die Entfernung zum Ziel und so weiter. Das ist die Aufgabe der Vigilant. Du bestimmst das Schlachtfeld. Und das geht mit dieser Kombination sehr, sehr gut. Waffenreichweite. Ist er unter den Waffenreichweite Webifier. Festhalten auf der gesamten Reichweite der Waffen. Triffst du nicht die Reichweite, nimmst du den Micro Warp Drive. Und mit diesem Micro Warp Drive sind wir auf 2100 Meter die Sekunde. Also, du bestimmst das Schlachtfeld. Ich finde es ganz wichtig, man kann hier natürlich jetzt einen zweiten Dings reinbauen, Magnetic Field Stabilizer einbauen, um wirklich nochmal den Punch zu erhöhen. Ich finde es aber wichtig, weil ich die Modifikationsslots, die Rig-Slots für was anderes verwende. Und weil man hier mit diesen Capacitor-Batterien kurzfristig den Cap erhöhen kann, also den Energiespeicher. Das Ding hier, das heißt, ich habe gesagt, achtet nicht auf die Werte hier, diese 1 Minute 40, das ist, wenn ich alles anhabe, permanent, warum soll ich den Medium Repairer schon im Anfang des Kampfes anhaben, den Micro Warp Drive auch nur zweimal durchlaufen lassen, brauche ich nicht zwingend, das Ding auch nur ganz kurz und so weiter, also man kommt nicht zwingend auf diese Werte, denn bedienst du das Schiff falsch, du kannst es über viele Minuten und wenn das so gehen sollte, was normalerweise nicht der Fall ist bei der Vigilant, kannst es über viele Minuten laufen lassen. Punktuell wird das Schiff aktiviert, weil immer wieder Gespräche kommen und ich sage nochmal ganz deutlich, jeder hat natürlich sein Fitting. Mein Fitting muss nicht richtig sein für dein Playstyle, für mein Playstyle und für ein
guten, einen starken, ausgeglichenen Rollenbonus hier, würde ich sagen, ist Mindfitting hier ausgelegt für mein Playstyle. Und ich mache das so, wenn ich entweder irgendwo ab der Hälfte schon meines Capins, aktiviere ich das Ding einfach. Und ich merke, es kommt vielleicht auch schon irgendwas rein an großen Schaden, aktiviere ich das und frühzeitig den Armor Repairer. Oder eben auch gerade zum Anfang, wenn ich auf 100% Cap bin und ich will den Micro Warp Drive bedienen und schon hier richtig Schaden austeilen, nutze ich das Ding auch. Also die 25 Sekunden, die das Ding läuft, pusht das eben mein Cap auch über 100%, sodass das Ding nach 25 Sekunden aus ist und dann bin ich immer noch bei 100% Cap und kann dann immer noch entscheiden, was ich tue. Du musst entscheiden können, was du tust als nächsten Schritt mit der Vigilant und was der Gegner tun wird. So, und deswegen habe ich das hier ausgeglichen. Gute Panzerung, kann gut stehen bleiben, agil, hat viel Cap. Und eben Schaden. Natürlich kannst du den nochmal gegen zweiten tauschen, kann man machen. Und das ist dann nochmal ein erhöhter Bonus. Und ich zeige euch das mal gleich, wenn das hot ist. Also selbst mit 539 kalt ist das schon ordentlich. Jetzt kommen wir zu den Low Slots. Denn ich habe hier nicht die Beweglichkeit genommen. Das Schiff ist schon relativ agil. Nicht die Beweglichkeit, sondern die Möglichkeit für mich zur Flucht. Die Dinger sind wahnsinnig teuer hier. Um die 180 bis 200 Millionen, wir reden hier also von 500 bis 600 Millionen ISK für die drei Sachen. Das heißt, wenn mich jemand festhalten will und im Solokampf kann das niemand. Im Solokampf kann dich niemand festhalten. Dann bräuchte er 4 Medium Slots und das hat er nicht. Es gibt keine Schiffe im Moment mit 4 Medium Slots, die dir gefährlich werden könnten, alleine. Um dich festzuhalten. Das heißt, ich kann immer fliehen. Wenn alles schief gehen sollte von meinen ganzen Einsatzmöglichkeiten, kann ich in 95% der Fälle fliehen. Natürlich wird es Gatecams geben, die dich festhalten können, aber dann hast du oft immer noch die Möglichkeit, mit einem Micro Warp Drive rauszugehen, weil du musst dich sofort in Bewegung setzen, nicht erst gucken, sondern du musst dich in Bewegung setzen und agil bleiben. Und das geht oftmals mit der Vigilant, sodass du irgendwo noch wegkommst. So. Das heißt, wir haben hier schon eine Stärke von minus 6. Das heißt, der Gegner, der mich festhalten will, braucht erstmal 7 Stärke. Und das gibt es nicht im Spiel. Und deswegen habe ich ganz klar das gewählt, weil ich hier nicht den Cap haben will. Den Cap habe ich, denn ich habe ein Hit-and-Run-Schiff, ein Ninja-Schiff. Ich muss reingehen, die Leute festhalten, lähmen und töten. Schaffe ich das nicht, muss ich gehen. Muss ich eine andere Bestimmung für mein Schlachtfeld oder einen Ort meines Schlachtfelds oder Entfernung suchen oder mir was überlegen. Das geht und so kannst du die Gegner eben knacken. Das ist für mich ganz wichtig. Sieht man immer wieder, du kannst auch einen einbauen, wie gesagt. Weil die meisten Leute eben auch nur hier einen haben. Und die haben dann eben 2. Und hast du hier einen drin, hast du minus 2. Und auf 0 geht das nicht, der Gegner muss immer einen Punkt mehr haben, um dich festhalten zu können. Also braucht 3. Kannst auch einen reinmachen, empfehlenswert. Und dann hier Cap oder Geschwindigkeit oder Beweglichkeit würde ich hier machen. So, hier ist das jetzt, was ich anfangs meinte. Explosionsloch in der Panzerung schließen. Also Panzerung hat ein Explosionsresistenzloch. Das schließe ich mit dem Ding hier auf 35%, bin dann eben hier auf ausgeglichene Werte und dann pumpe ich alle meine ausgeglichenen Werte nochmal hoch mit dem Low Slot und lande dann hier final bei diesen 31.000 ERP-Punkt. Also ein sehr starker Kreuzer, der einen starken Punch aushalten kann. Und das Ding hier eben als Schadensbonus 15% nochmal drauf und um keinen Abzug bekommen, eben nochmal die Aktivierungszeit meiner Rayguns um 10% gesteigert. Also die durchlaufen ihren Cycle nochmal schneller, also mehr DPS. So, Freunde. Jetzt sehen wir hier, die Werte haben wir gesehen, 539. Und ich werde das mal aktivieren. Und dann zeige ich euch gleich nochmal, wie man das aktivieren sollte mit dem Micro Warp Drive. So, gehen wir mal kurz hier rauf und das Ding läuft eben, was nochmal als Bonus ist. Wir sind jetzt hier schon bei einer Aktivierungszeit 23 Sekunden. Ich zeige auch gleich nochmal ein PvP-Material. Wenn du das nochmal steigern kannst um auf 25 oder 27 Sekunden, musst du das mal auf der Zunge zergehen lassen. 27 Sekunden, dann würde ich einen zweiten Stabilizer mit reinnehmen. Dann bist du nämlich irgendwo bei 800 DPS oder so. So, wir sind jetzt bei 540 DPS. Ich aktiviere.
Von 540 auf 678 DPS. Das ist schon sehr mächtig. Machst du noch einen rein, kommst du schon fast auf 800 DPS, weil wir hier schon bei relativ hohen Werten sind und hohen Boni. Deswegen ist es eigentlich auch fast wirklich empfehlenswert, nimm einen zweiten rein. Ich werde das so jetzt aber belassen, damit du den auch nacheinander cyclen kannst. Ganz, ganz wichtig, nacheinander. Hast du einen raus, nimmst den anderen rein oder eben für einen starken Punch machst du zwei aktiv, lässt die sofort laufen, wenn du reinkommst in den Kampf und hast eben einen mächtigen Punch. Nicht vergessen, nicht auf einmal stapeln. Ich würde dir sogar empfehlen, nicht 3-2, sondern wirklich mach hier deine 2-2, nimm den einen hier nochmal raus, pack den da rein und mach den hier rein, da rein, da rein und macht 2-2-1. Der Vorteil ist wirklich, merkt euch das, ganz, ganz wichtig, gerade wenn ihr so viel Damage habt, je mehr einzelne Waffen durchlaufen, desto mehr Chancen hast du pro einzelnen Durchlauf auf Critical Hits, also sehr viel Schaden und das seht ihr gleich auch, wenn ich mal den mit 0 treffe oder den mit 0, habe ich hier vielleicht nochmal 300, 400 Damage oder hier 400 Damage, hier 400 Damage. Ihr macht nochmal viel mehr Schaden, ganz, ganz wichtig. Wenn ich alle stapeln würde hier auf 5, dann kann es sein, dass bei jedem Durchlauf ich 0 Treffer habe, weil du eben auch außerhalb der optimalen Reichweite bist, kann das passieren. Also, trennt die Waffen. Zack, die 2 nehmen wir nochmal da rein. Zack, die 2 nehmen wir nochmal da rein. Trennt die Waffen und macht das durch. So, und aktiviert die in solcher Reihenfolge oder eben 3-2, kann ich euch nur empfehlen. So, wenn ich jetzt den Micro-Warp Drive aktiviere, dann würde ich jetzt machen, wir sind jetzt hier bei 95 und würden jetzt reinkommen in den Kampf und du musst, wenn du reinkommst in den Kampf, erstmal ausrichten, Geschwindigkeit aufnehmen. Ich bewege mich jetzt, richte mich aus und nehme den Cap und sofort Micro-Warp Drive an. Ich bin hier bei 143%. Lass das Ding jetzt ein paar Mal durchlaufen und wenn ich schon Schaden kriegen sollte, mache ich jetzt mal den Armor Repairer. Lass alles Wichtige durchlaufen. Guck mal, ich bin jetzt bei 2100, komme ich fast an. Ich bin immer noch bei der Hälfte und kann immer noch kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und solange ich jetzt Schaden reinkriege, habe ich keinen Cap verloren. Und ich schalte den jetzt aus. Bin immer noch bei 96% und jetzt kann ich immer noch entscheiden, bin kurz rausgeflogen um die 20 bis 30 Kilometer oder wahrscheinlich weiter sogar, auf 40 Kilometer vielleicht schon gekommen und jetzt kann ich immer noch entscheiden, was ich tue. Und dann hast du wieder die jetzt noch verbleibenden 40 Sekunden Zeit, den wieder zu nutzen und wenn das nicht klappen sollte, nutzt du eben wieder dein MWD und bestimmst das Schlachtfeld. Zickzack-Taktik, zum Beispiel Slingshot-Taktik bedeutet, eine Dremel hast du jetzt dran, du bist jetzt schon auf 2000 Meter die Sekunde, die verfolgt dich oder umkreist dich, machst du das Ding aus, zack aus, gegengesetzte Richtung, ganz ganz wichtig, entgegengesetzte Richtung, er ist immer noch im Orbit und jetzt wieder aktivieren, zack, wieder aktivieren, warum geht das nicht, okay, ist noch drin und jetzt macht er nämlich einen großen Bonus, einen großen Radius nach hinten und da den Auto-Orbit da drin hat, versucht er ganz lang gezogen, dich wieder anzukreisen. Du machst den MWD wieder an, das war ein bisschen verzögert eben, weiß ich nicht warum. Und du ziehst ihn damit nach ganz hinten, eine ganz lange Umlaufbahn und er muss fast gerade wieder auf dich zukommen und dann bist du eben wieder in der Reichweite, um deine tödlichen Rayguns abzufeuern. Und nutze nicht den Orbit, nehme nur, wenn du reinkommst, alleine, dich ausrichten, ganz wichtig. Oder eben nur bei einem Gegner, so wie hier, da ist der Gegner, nur annähern und deine Reichweite bestimmen. Also 35, 37 Kilometer, das ist deine Reichweite. Und damit bist du immer nicht im Orbit, das stört dein Tracking, sondern immer nur gerade Linie zu deinem Gegner. Das ist die Vigilance. So, Freunde, wenn du bis hierhin ausgehalten hast, dann kriegst du einen Keks, weil es auch wichtig ist, was die Vigilance ausmacht. Beziehungsweise auch den Spielstil. Und ihr habt gesehen, ich habe es die ganze Zeit durchlaufen lassen, sind gerade bei 75%. Du brauchst diesen Cap von 1 Minute 40 nicht und dann bist du lange wieder im Reichweite von deiner Aufladung. Zack, lädst du das Ding wieder auf und dann ist es in Ordnung. Also, jetzt machen wir es so, Freunde, dass wir nochmal ein bisschen PvP-Material zeigen und ihr seht schon in Einzelteilen, was das Schiff so ein bisschen kann. Es ist immer schwierig, gute und in Anführungsstrichen auch faire Kämpfe zu finden, das ist nicht immer möglich. Der erste Kampf ist so ein bisschen eine Einleitung. Der zweite Kampf wird schon interessanter an einem Gate gegen ein
ein Teil war Angriff, ein Zerstörer, und der da auch ein paar Fehler macht und der das teuer zu stehen bekommt mit fast 200 Millionen Verlust. Das zeige ich euch aber nochmal dann danach zum Schluss. Und ja, dann genießt nochmal das PvP-Material jetzt kurz. Und dann wünsche ich euch, wenn ihr das mal haben solltet, das Schiff ganz, ganz viel Spaß. Und ich hoffe, ich konnte euch den Einsatzzweck dieses Schiffes gut näher bringen und was ganz, ganz wichtig ist. Und dann seht ihr schon, wenn ihr das einhalten könnt, dann habt ihr in sehr, sehr vielen Fällen immer die Oberhand und die bestimmt, was passiert mit euch, mit dem Gegner, und die bestimmt den Ausgang des Kampfes. Das heißt, Tod für den Gegner, ihr seid der Ninja. Wenn ihr das nicht schafft, abhauen. So, Freunde, jetzt genug gelabert. Lehnt euch zurück, genießt ein bisschen den Kampf und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao und fly safe. Kurzer Nachtrag noch, was ich vergessen habe und was auch beim letzten Mal gefragt wurde. Natürlich, welche Skills sind denn noch relevant, Voxel? Wenn ich natürlich nicht nur den Rollenbonus oder den Schiffsbonus erfüllen möchte, gerade bei der Vigilant, oder wenn du schon hohe Werte hast im Schaden oder im Tank, was sollte man denn noch erfüllen für Werte? Und da das ein Kreuzer ist, finde ich natürlich die kreuzerrelevanten Skills ganz wichtig. Ich kann euch das nochmal zeigen, was ich gerade bei diesen Schiffen wichtig finde. Also, Navigationsbonus ist natürlich wichtig, gerade bei im PvP-Bereich würde ich wirklich das versuchen auszuskillen oder so hoch wie möglich. Also ich habe jetzt hier schon 5,5, der dauert dann auch nochmal eine Weile, werde ich als nächstes mit angehen. Kann ich nur empfehlen, Kreuzerkommando, ihr seht es hier, ihr seid einfach agil, die Wendigkeit, ihr richtet euch schnell aus und Geschwindigkeit nochmal hoch, was natürlich auch nochmal die Warp, die Warp-Geschwindigkeit erhöht. Und das hier genauso nochmal, Geschwindigkeit erhöht natürlich auch die Gesamtgeschwindigkeit, egal ob der Afterburner oder Micro Warp Drive anhat, das ist ganz wichtig, hier nochmal genauso. Dann natürlich hier habe ich den Micro Warp Antrieb oder Micro Warp Drive nochmal geskillt, nicht ausgeskillt, aber schon sehr, sehr gut. Ganz wichtig ist, das ist hier nochmal ein 10% Boost Bonus auf Level 4 und hier auch nochmal Aktivierungszeit und Energiespeicherverbrauch, ganz wichtig. Weil hier der erste Skill ab Level 4 kriegt ihr den Boost-Bonus nochmal 10% Geschwindigkeit obendrauf. Und hier eben ganz wichtig, Energiespeicherverbrauch, damit ihr nicht den Cap verliert und einfach austrocknet. Und das ist eben im Zusammenspiel mit den hier. Kreuzerkonstruktion. Hier, ganz wichtig, habe ich auch noch gar nicht nur den ersten Skill auf 4, solltet ihr noch unbedingt ausskillen. Kreuzerkonstruktion oder Schlachtkreuzerkonstruktion, immer Kreuzerkonstruktion oder diese Konstruktionsskills auf jeden Fall. Energiespeicherkapazität, guck mal, jetzt schon 20%. Stromnetz für das Fitting zum Beispiel, wenn du auch mal große Waffen oder einen großen Repairer oder ein großes andere Modul reinpacken willst oder das testen willst, hiermit möglich. Und hier Warp Energiespeicherverbrauch minus 20%, also ihr müsst die Sachen mit Skill nochmal minus 30%. Das heißt, wenn ich das ausgeskillt hätte, kann ich das Ding bald gefühlt stable oder 5 Minuten mit aktivierten Warp Micro Warp Drive fliegen, ganz, ganz wichtig. Natürlich Zielaufschaltung, okay, habe ich jetzt hier schon, weil es eben auch die Scan-Auflösung, also die Geschwindigkeit erhöht. Dann haben wir hier natürlich die Wartungstechnik, Panzerungsbedienung. Wichtig, Aktivierungszeit, Energiespeicherverbrauch. Und das würde ich auf jeden Fall auch mal als Panzerungshärtung insgesamt mit reinnehmen, wenn ihr das habt, oder eben Schild, was auch immer ihr machen möchtet, um einfach da die Werte nochmal hoch zu pushen. Aber das, was ich eben gezeigt hatte, wichtig. Navigation, Warp-Antrieb, die Konstruktionsskills und eben hier nochmal diese Wartung als letztes oder halt so mittelmäßig bis gut würde ich die Panzerung hochziehen, damit ihr das Ding eben gut bedienen könnt. So, jetzt aber wirklich viel Spaß mit den Gameplay-Materialien.
Thank you.